Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. In diesem Video werdet ihr sehen, wie so ein Startup-Tag von mir so ein bisschen abläuft. Ich habe mal ein bisschen vergessen zu filmen, aber ich habe euch alles im Nachhinein gezeigt. If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, for sure it's all funny, yeah, everything's better with them. Leider regnet es, das heißt, wir machen heute Tricks. Ich habe wieder Aalkropsfutter nachgekauft, das Alpenfilm. Ups, das andere Futter haben wir tatsächlich noch. Jetzt machen wir Futter, indem wir einfach, warte. Ah, hier ist die Futterschüssel. Wow. Als erstes kriegt er zwei Schippen Aalkrops Pellets. Die zweite kriegt er auch noch. Dann kriegt er noch ein Bravo, Mesh, ups, da ist schon noch eine drin. Davon kriegt er ungefähr so viel. Noch das Zusatzfutter dazu. Dann kriegt er eine Schippe Mineral. Eine mit so Gelenkenfutter. Und einen Schüssel Leimsamenöl. Jetzt haben wir Wasser reingemacht und jetzt weicht das auf. Oder? In der Zwischenzeit haben Mango und ich mal ein bisschen Aufräumarbeit geleistet. Nicht hier, sondern in meinem Putzkoffer. Der sieht nämlich jetzt wieder einigermaßen aufgeräumt aus. Und man kann ihn wieder schließen. Hier nicht. Aber dafür hängt jetzt mein Springsattel eigentlich auf einen unbekannten Haken. Mein Pad hängt da drüber. Und jetzt kommt mein Fach, die nicht beachten, sondern nur das hier. Haben wir das nicht wunderschön zusammengeräumt? Habe ich das nicht wunderschön zusammengeräumt? Genau, genau, Mango. Ja, hier steht noch, also hier ist noch mein Dressursattel und meine Stiefel und meine Stiefeletten. Genau. Die Hülle habe ich jetzt über den drauf getan, bis angepasst ist. Weil dann werden die Plätze wechseln, denke ich. Was machst du jetzt? Sie triggert das, dass der Sattel so scheiße liegt mit dem Pad, mit dem Ding. Und das Chaos hier gehört nicht mir. Nicht wundern, weil sonst hätten wir es auch beseitigt. Weißt du, was mir gerade noch aufgefallen ist, Mango? Ja, nein, nein. Ich habe noch ein paar Schubladen, wo ein bisschen Dreck drin ist von mir. Ja, hä? Während Mango hier noch zusammenräumt, trage ich die Stallkatze herum. Amadeus frisst noch, den holen wir dann später noch raus, weil ich noch ein paar Tricks mache. Ami! Kein Bock. Hier hängt übrigens noch mein Protektor. Ich weiß nicht, den bringen wir nicht anders und nirgendwo anders unter. Und ja, die ist Gott sei Dank jetzt auch ausgeräumt. Und hier haben wir noch ein paar Sachen, die ich mit nach Hause nehme. Und ja, hallo Katze. Hier ist noch seine Fliegendecke, die gehört eigentlich dahin. Ja. Jetzt kriegt er erstmal einen Apfel und dann machen wir ein paar Tricks mit ihm. Und wir lernen Ghetto Forms weiter. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all.
So, der Gute frisst jetzt, wie man gerade gesehen hat. Training lief sehr gut, weil jetzt macht er bitte was vorne, gell? Mango. Ja. Und ja. Der, ich habe mich halt ein bisschen mit der Spritzermenge überschätzt, das ist sehr viel, wie man sieht. Aber ich glaube, es schmeckt. Und ja. Schmeckt's, Amadeus? Ja, es schmeckt. Mango, gib den lieben Joker auch noch ein bisschen Futter, weil die Menge ist eh überschätzt und der Amadeus muss ein bisschen teilen lernen. Deswegen kriegt der Joker auch vom Löffel ein bisschen was. Und er war sehr brav. Ey, jetzt hör auf zu ziehen. Wir sind jetzt gut zu Hause angekommen. Ne, Mango? Wir sind gut zu Hause angekommen. Und jetzt gibt's Essen für uns. Und damit verabschiede ich mich ganz, ganz herzlich bei euch. Und freue mich auf das nächste Video.